Also das haben wir uns ja mit dem Windatlas Baden Württemberg uns angesehen. Da haben wir eine Studie gemacht dazu. Und wenn man das in kurz zusammenfassen will, sehen wir eben halt, dass der Windatlas, ich sage mal, 20-30% mehr vorhersagt als das, was sozusagen die Realität darstellt. Ja. Liebe Interessenten an den Energiegesprächen, heute habe ich das Glück, mit Professor Dr. Michael Torwart zu sprechen. Und zwar werden wir uns mit Windthemen auseinandersetzen. Herr Torwart selbst hat Physik in Tübingen studiert, ein Diplom bekommen, war an der Universität in Illinois, USA, hat in Augsburg promoviert über Quantenstatistik, war zum Postdoc-Aufenthalt an der Universität Delft, hat sich in Düsseldorf habilitiert und leitete dann die Junior-Forschungsgruppe am Institute for Advanced Study in Freiburg als Exzellenzbereich und ist seit 2010 am ersten Institut für Theoretische Physik an der Universität Hamburg. Er ist sehr aktiv als weltweiter Gutachter für Fachjournale und 2014 hat er den ersten Energietag Sonnenalp durchgeführt und organisiert. Beschäftigt sich sehr stark mit der Prognosefähigkeit von Wind, was wir dann uns auch näher angucken wollen. Erstmal eine herzlich willkommen, dass Sie sich die Zeit nehmen. Und meine Frage, was hat Sie eigentlich zur Physik gebracht? Was fanden Sie an der Physik so spannend? Ja, erstmal Dankeschön für die freundliche Einladung. Ich bin zur Physik gekommen über einen kleinen Umweg. Ich habe zuerst noch ein Semester Luft- und Raumfahrttechnik studiert an der Universität Stuttgart und habe in dem ersten Semester gemerkt, dass mir die ingenieurstechnischen Fragen weniger liegen. Ich habe immer mehr das Interesse an der Physik gefunden und habe dann am Ende des Semesters beschlossen, die Luft- und Raumfahrttechnik sein zu lassen und dafür dann ins zweite Semester nach Tübingen zu wechseln und habe dann dort die Physik weiter studiert. Ja, wir kennen uns ja tatsächlich aus irgendeinem Praktikum vor langen Jahren, aus Tübingen sogar noch. So, jetzt wollen wir uns mal mit dem Thema beschäftigen, mit Wind, und zwar vor allem mit Windenergie. Und die erste Frage ist, was spielt denn eigentlich überhaupt eine Rolle, wenn man Windenergie plant? Was für Größen bei einer Windkraftanlage sind denn da eigentlich entscheidend? Man sieht immer höhere Türme. Ja, zunächst mal kommt es auf die Höhe drauf an. Weil je höher man den Wind ernten kann, umso höher ist dort die Windgeschwindigkeit und die kinetische, also die Bewegungsenergie, die im Wind drinsteckt, die man dann ernten will und dann über die Drehbewegung in elektrische Energie umwandeln will, die wächst eben halt mit der dritten Potenz der Windgeschwindigkeit an. Das heißt, wenn man ein Windrad doppelt so hoch baut, hat man sozusagen die achtfache Windgeschwindigkeit. Wenn ein Windrad die doppelte Windgeschwindigkeit ernten kann, dann ist die Bewegungsenergie achtmal so groß. Also man kann achtmal so viel Energie, Leistung aus dem Wind rausnehmen. Das heißt also, wir haben schon mal eine wirklich extreme Empfindlichkeit gegenüber der Windgeschwindigkeit. Jetzt nimmt mit der Höhe der Wind zu, einfach so, warum gibt es oben mehr Wind wie unten? Naja, der Wind wird ja gebremst durch die Topografie, wird beeinflusst durch die Topografie. Je tiefer man ist, umso mehr spielt die Landschaftsrauigkeit eine Rolle, die Bäume, die Häuser und so weiter. Und dann kommt es auch zu Verwirbelungen. Das heißt, es gibt keine laminare Strömung, sondern eher turbulente Strömung dann auch zum Teil. Und wenn man dann in die Höhe geht, dann wird die Strömung eben halt gleichmäßiger, laminarer und auch weniger gebremst dann auch. Und deshalb nimmt die Windgeschwindigkeit mit. Das heißt also, die Reibung der Oberfläche ist natürlich dann zum Beispiel beim Meer, wenn ich also offshore bin, ja, fast weg. Also da ist geringer, als wenn man dann an Land ist, genau. Ja, ja. Das heißt also, wir haben da nicht nur eine Höhe in der Windgeschwindigkeit oft, sondern wir haben eben auch eine gleichmäßige Windgeschwindigkeit. Offshore, ja. Ja, also wir haben eine laminare ist also sozusagen eine gleichmäßige Strömung ohne Wirbel, die da eine Rolle spielt. Dann das Zweite ist, wie viel von der Energie kann man rausfischen von dem Wind? Es ist ja nicht so, dass man die 100%
abernten kann. Genau, also das hängt natürlich im Detail von der technischen Bauart der einzelnen Anlage an, aber es gibt sozusagen so einen theoretischen Höchstwert, das ist der Betz'sche Wirkungsgrad und der liegt, glaube ich, bei 59%. Das heißt, prinzipiell kann man da nicht höher gehen als diese Größe. Das heißt, man verliert im Prinzip mehr als 40% oder kann man nicht ernten. Man kann eben halt nur 60% von der zur Verfügung stehenden Energie dann entsprechend umwandeln. Ja, gute Anlagen schaffen aber 40% Wirkungsgrad. Genau. Also innerhalb der theoretischen, also 100% schaffen wir sowieso nicht, 60%, das ist das 59. Limit von den Beds. Und da, wenn man dann runtergeht, also nochmal kommen wir auf die 40%, die so üblich sind. Genau, da kommt man noch in den Bereich von 40%, wobei der Wirkungsgrad der einzelnen Maschinen dann aber auch abhängig ist von der Windgeschwindigkeit. Das ist auch kein linearer Zusammenhang sozusagen. Ah, ja, das ist natürlich die Frage, wenn der Wind zu langsam ist, dann läuft der gar nicht an. Und wenn er zu schnell ist, dann kann man ihn abgreifen. Genau, also Stürme kann man nicht ernten, sagt man immer. Mhm. Die Windgeschwindigkeit muss in so einem Zwischenbereich liegen, zu langsam. Da reicht die Energie nicht, um das Windrad zu drehen. Und zu schnell würde das Windrad natürlich am Ende auch beschädigen, aber schon allein auch dadurch, dass der sozusagen die maximale Drehzahl dann erreicht ist bei einer bestimmten Windgeschwindigkeit. Das begrenzt dann auch sozusagen die Leistung von dem Generator, der dahinter steht. Drehen die eigentlich dann immer so fast gleich schnell, also sozusagen Frequenz angepasst? Oder? Nein, es ist frequenzvariabel und dann ist sozusagen ein Frequenzrichter da notwendig, der dann den Strom dann entsprechend sozusagen fürs öffentliche Netz dann auch aufbereiten muss. Also wir kriegen nicht ein, es hängt sozusagen, dieser Generator hängt nicht direkt am Netz, wenn wir bei einer Wasserturbine das normal oft haben, die ja dann ganz genau getuned wird, dass sie Netzfrequenzen liefert, sonst die wird sozusagen nochmal umgewandelt in den netztaugliche Stromform, genau. Und Drehstrom natürlich. Ja. Ah ja, das heißt, wir haben gar nicht sozusagen so eine 1:1 Umsetzung. Verliert man da viel? Das kann ich jetzt nicht sagen, okay, das weiß ich nicht im Detail. Okay, so, also ganz wichtig haben wir jedenfalls gesehen, die Windgeschwindigkeit bringt uns viel. Doppelte Windgeschwindigkeit, 8-mal so viel Energie. Jetzt muss man natürlich die Windgeschwindigkeit irgendwie wissen, am besten vorher, bevor man das Kraftwerk aufstellt. Wie kann man das machen? Ja, das kann man auf zwei Arten im Prinzip machen. Man kann entweder Windmessungen machen an einem bestimmten Standort oder man kann sozusagen Simulationen bemühen und es dann theoretisch versuchen zu vorherzusagen. Also was man heute dank unserer vielen Computer simulieren wir natürlich gerne. Genau, dann kann man jetzt simulieren und dann ist die Frage natürlich, wie man das Ganze angeht. Es ist natürlich ein phänomenales Problem sozusagen, mit riesiger Computerpower die Windgeschwindigkeit möglichst hoch aufgelöst, örtlich, also räumlich hoch aufgelöst vorherzusagen. Und es ist natürlich so, dass das sozusagen so genau, wie man das eigentlich bräuchte, heute auch mit den Supercomputern, die wir heute haben, halt immer noch nicht so geht. Das heißt, noch nicht so genau geht. Das heißt, da muss man sich natürlich mit Modellen behelfen und auch mit Interpolationen behelfen, um dann sozusagen möglichst genau, naja, so gut es halt geht, die Windverhältnisse an einem Standort vorherzusagen. Jetzt, wenn ich, sagen wir mal, genug Computerpower hätte, sagen wir mal so, dann hat man aber ein rechnerisches Modell, wie man das anwendet, also die Stokes-Gleichung, wie das so schön heißt. Genau, also die Gleichungen, die fundamentalen Gleichungen sind natürlich physikalisch bekannt. Nur die müsste man dann sozusagen lösen auf einem räumlich sehr feinen Gitter. Man teilt ja dann sozusagen den Raum in Gitterzellen ein und man kann dann sozusagen innerhalb einer Zelle könnte man theoretisch sozusagen die Navier-Stokes-Gleichung einer bestimmten Näherung dann auch lösen und dann sozusagen die Lösungen aneinandersetzen innerhalb zwischen den verschiedenen Zellen sozusagen, ja. Und dann würde man dann so ein Windprofil bekommen. Das funktioniert auch, so macht man es ja de facto auch. Das Problem ist, dass die Zellengrößen natürlich sehr, sehr groß sein müssen, damit man das Ganze überhaupt noch räumlich simulieren kann. Ja. Also welche Größenordnung muss man sich da vorstellen? Das ist ja so ein Multiskalenverfahren, was man da hat. Das heißt, da gibt es nicht sozusagen ein
eine Zellengröße, sondern man hat da verschiedene Zellengrößen, verschiedene Hierarchien, verschiedene Skalen und innerhalb von verschiedenen Skalen werden verschiedene genaue Berechnungen angefertigt und dann die sozusagen zwischen den verschiedenen Skalen wieder angepasst. Ja. Wo starte ich denn? Wo habe ich denn überhaupt eine Datenbasis? Also die erste Datenbasis, die man hat, das ist erstmal sozusagen die Topografie. Man kennt natürlich die topografischen Karten, die Höhenverhältnisse. Ja. Und da kann man dann sozusagen da ein einfaches Windmodell dann drüber lassen sozusagen und dann versuchen, das Ganze in die Höhe hochzurechnen. Dann. Und dann muss man, dann ist also, es ja dann auch so, je turbulenter, je ungleichmäßiger die Windverhältnisse sind, umso feiner muss man im Prinzip auch auflösen, um die ganzen Feinheiten rausberechnen zu können. Und je laminarer dann eine Strömung ist, also je weiter man in die Höhe kommt, umso weniger fein muss man dann im Prinzip auch auflösen. Das heißt also, über ein Meer könnte man relativ gut berechnen, wie das so ausgeht? Ja, das hängt ja relativ gut. Auf dem Meer gibt es natürlich das Problem, dass es da Wellen gibt. Und wenn es Stürme gibt, gibt es natürlich hohe Wellen. Und die beeinflussen das Windprofil dann natürlich auch wieder. Und das setzt sich dann in die Höhe fort. Also ganz so einfach ist es auch nicht. Aber wir den Idealfall haben, wir haben komplette Windstille sozusagen und haben keine Strömungen, keine Wellen, dann kann man natürlich das Windprofil, also bei schwachem Wind, relativ gut dann vorher berechnen. Ja, bei Windstille stelle ich es mir besonders einfach vor. Genau, da ist es sehr einfach bei Windstille. Ja. Aber natürlich sehr schwer sind dann turbulente Strömungen, Stürme, Orkane, wenn man das jetzt räumlich sehr genau auflösen jetzt will. Aber also das eine Ausgangsmaterial ist, ich brauche die Erdoberfläche. Ich muss also wissen, da stehen Berge, da sind Täler, da sind verschiedene anatopologische Sachen. Die Vegetation, die Bäume, das Laub und was sonst noch so an den Bäumen da ist, wie weit geht das ein? Ja, das kann man dann auch nicht sozusagen mikroskopisch genau simulieren. Man kann jetzt nicht jeden einzelnen Baum quasi mit in das Modell mit reinnehmen. Mhm. Es gibt da sogenannte Rauigkeitskoeffizienten. Man weiß so typische Landschaftsprofile, einen geschlossenen Wald, ein offenes Feld, Bebauung in einer Stadt, Verkehrsanlagen und so weiter. Und da kann man sozusagen aus der Erfahrung heraus, kennt man da Rauigkeitsparameter. Und diese Rauigkeitsparameter, die gehen dann wieder in diese Berechnungen ein. Also da hat man einfach so qualitative Faktoren. Empirische Faktoren, die man da herausgefunden hat, und die gehen dann da ein. Das eine ist sozusagen also jetzt die Landschaft, das zweite ist natürlich die Luft, also ich sage mal das Wetter, was typischerweise an Standorten stattfindet. Also wo kommt der Wind her, aus welcher Richtung, das spielt ja auch eine Rolle. Richtig, das spielt auch eine Rolle, also ob man typische Westwind- oder Ostwindlagen hat oder Nordwindlagen hat, das spielt alles eine Rolle. Und natürlich ist der Wind auch nicht konstant, sondern der dreht sich ja dann auch. Was man da natürlich zunächst mal der Einfachheit halber macht, dass man macht so typische Wetterlagen, also hier bei uns in der Gegend würde man so eine Westwindlage hernehmen und würde dann da sozusagen da so Anfangsbedingungen definieren und würde dann die in die Simulation reinstecken und dann da sozusagen die Zeit loslaufen lassen und dann da Zeitsimulation dann machen. Also wenn ich mir das vorstelle, also ich habe jetzt eine Westwindlage, also es kommt aus 72 Grad, glaube ich, kommt dann der Wind, so eine richtige Westwindlage, und jetzt messe ich das auch mit, oder berechne ich das für verschiedene Windgeschwindigkeiten? Also sage ich, jetzt haben wir erstmal leichte Brise, 5 Meter pro Sekunde und dann 10 und 15 oder was auch immer. Geht man dann durch so verschiedene Stufen da durch und versucht also mal das? Ja, man legt da so, es ist ja ein Geschwindigkeitsfeld, was man vorgeben muss sozusagen. Ja. Das heißt, das ist auch räumlich aufgelöst, ja. Und dann kann man dann sozusagen mal irgendwie anfangen. Man rät da quasi die Anfangsbedingungen und man lässt dann die Simulation laufen, solange bis man da sozusagen so einen stationären Zustand findet. Und dann pendelt sich das sozusagen ein und dann weiß man ungefähr, was ist da so eine stationäre Anfangsbedingung, wenn man so will. Und dann geht man in weiteren Simulationen von diesen stationären Anfangsbedingungen aus. Ja. Okay, also wir haben also sozusagen die Wetter. Wir müssen jetzt natürlich wissen, wo kommt der Wind normalerweise her, weil wenn in der einen Seite ein Berg liegt. Genau, also man hat übrigens auch Windmessdaten vom Wetterdienst, Die kann man natürlich auch hernehmen als Anfangsbedingung, wenn man es jetzt nicht ganz bei Null anfangen will, sondern dann nimmt man da sozusagen man hat Wettermessstationen im ganzen Land verteilt und dann kann man sozusagen, hat man da an den Punkten schon mal auch recht genaue Anfangsbedingungen. Die sind in einer bestimmten Höhe, die kann man jetzt dann auch in der Höhe nach oben extrapolieren, also fortsetzen.
Und so beschafft man sich dann so Windprofile. Auch zwischen den Stationen wird dann interpoliert. Ja. Da muss man natürlich auch wieder die Topografie beachten und so weiter. Und so wird dann da interpoliert und dann am Ende wird da so ein Windprofil dann herausgerechnet. Mhm. Ich selber habe das, muss ich auch dazu sagen, ich mache das ja selber nicht. Also ich bin jetzt kein Experte für Windsimulationen in dem Sinne, sondern da gibt es natürlich auch Das sind ja eigene Sachen, die man dann kommt. Genau, das ist ein eigenes Forschungsgebiet auch. Ja. Aber numerische Simulation ist ein Physiker relativ vertraut. Genau. Und da kommt eben noch was Wichtiges dazu jetzt, und da kenne ich mich wieder ein bisschen besser aus. Man weiß natürlich, dass das Wettersystem, das Windsystem, das Klimasystem, dass das ein hochgradig nichtlineares System ist. Mhm. Und in nichtlinearen Systemen weiß man eben halt, da gibt es die sehr starke Empfindlichkeit gegenüber den Anfangsbedingungen. Mhm. Und je nachdem, also wenn man jetzt sozusagen leicht falsche Anfangsbedingungen wählt, dann kann das dazu führen, dass am Ende was ganz anderes rauskommt, also falsche Zahlen rauskommen. Mhm. Und das ist der berühmte Schmetterlingseffekt in der Chaostheorie und da muss man aufpassen, dass man sich da nicht sozusagen auf Fehler begibt. Ich hatte ein Interview mit dem Peiten, Hans Otto Peiten, der ja mit dem Bereich sehr aktiv ist in Bremen, und da haben wir uns eben mit solchen Fragen dann beschäftigt, wie das einzuschätzen ist. Aber gut, jetzt ist natürlich die Frage, also wir haben einmal natürlich nicht die perfekte Topologie, kennen Sie, die wissen wir aber relativ gut, glaube ich, die Topologie. Wir haben diese Rauigkeiten der Oberfläche, die uns Störgrößen reinbringen. Wir haben die verschiedenen Windrichtungen, die dann tatsächlich das Wetter uns liefert. Und die Frage ist dann, wie hoch kann da die Genauigkeit kommen? Also wie schaffen wir das auf ein Zehntel Prozent? Wir haben natürlich auch noch die Wolkenbedeckung, also die momentane Sonneneinstrahlung, die Wolkenverhältnisse und so weiter. Das kann man ja sozusagen alles nicht so genau damit einrechnen. Wenn man die Frage stellt nach der absoluten Genauigkeit, es ist schwer zu sagen. Also wenn man sich jetzt auf ein relativ enges Gebiet begrenzt und man kennt dort relativ gut verschiedene Parameter, man hat dort eine Windmessstation, vielleicht sogar mehrere, man hat dann vielleicht sogar Windmessungen konkret gemacht, man hat vielleicht sogar auch Windräder, dann kann man natürlich dadurch Kombination von verschiedenen Rechenmethoden und von verschiedenen Skalen kann man vielleicht lokal relativ gut die Windverhältnisse bestimmen dann. Also gut, wir haben also das Problem, die Genauigkeit ist sehr abhängig von dem, was man halt sozusagen hat. Wenn da links und rechts ein Windmast steht, ist man natürlich besser dran. Genau. Oft ist es ja auch so, das, was ich reinstecke, das kommt dann auch raus der Numerik. Das ist natürlich ein Problem. Und da muss man sich natürlich schon ein bisschen, da muss man auch sehr kritisch die Resultate, die dann da prognostiziert werden, dann auch hinterfragen. Jetzt haben Sie sich ja mit der Frage beschäftigt, also wie weit kommt das eigentlich hinten raus, was man vorne rein, was man berechnet hat. Und es ist ja nun so, dass wir inzwischen ja sehr viele Windkraftanlagen im Baden-Württemberg sind wir hier rumstehen haben, aber auch in anderen Regionen auf der Welt. Und wir können jetzt natürlich schauen, was liefern die jetzt eigentlich? Liefern die genauso viel Strom, wie in der Rechnung rausgekommen ist? Wo liegen wir da? Also das haben wir uns ja mit dem Windatlas Baden-Württemberg uns angesehen. Da haben wir eine Studie gemacht dazu. Und wenn man das in kurz zusammenfassen will, sehen wir eben halt, dass der Windatlas, ich sage mal, 20-30% mehr vorhersagt als das, was sozusagen die Realität darstellt. Ja. Mich überrascht das deswegen ein bisschen, weil ich habe 1992, das war wahrscheinlich noch in der Prähistorie der Windsimulation, gab es für die Anlage, die wir da gebaut haben, auch eine Vorhersage an Wind. Und faktisch hatten wir nach ungefähr 70% des Windes, der uns da prognostiziert wurde. Also man hat dann irgendwann mal die Prognose gesagt, also wir haben jetzt 80%, aber tatsächlich ist es also noch weiter runtergegangen. Also wir waren bei einem deutlich niedrigeren Wert wie damals. Ja, man hat ja rudimentär, man hat ein Jahr lang da gemessen mit so einem Windmasten, aber das ist natürlich immer nur nicht so aussagekräftig. Also man hat eine deutliche Überschätzung gehabt der Energieernte von dieser Anlage, wobei die Anlagengrößen waren ja relativ genau bekannt. Also man weiß, so viel könnte die und so sind die Kennlinien und dann können wir es. Also das heißt also, wenn ich jetzt hier sage, der Windatlas überschätzt die Windausbeute,
oder die Windenergieernte, oder wie man es nennen will, dann kann sein, dass der Investor, der sich also hier eine große Anlage gekauft hat, oder das sind ja oft dann so Gruppen oder wer immer das macht, dass die danach gar nicht so viel Energie rausbekommen wie gedacht. Ja, das kann durchaus sein, dass er nicht so viel Energie rausbekommt wie gedacht. Ob er eine andere Vergütung rausbekommt als gedacht, das ist ja nochmal dahingestellt. Das ist ja nicht unbedingt gekoppelt, ja, das ist weil es ja kein Markt ist sozusagen. Ja. Aber in der Tat ist es so, wir haben also sogar an Standorten von Windkraftanlagen, wo man dann ja auch in Datenbanken oder von den Betreibern dann die Daten bekommen kann oder vom Netzbetreiber die Daten öffentlich einsehen kann, haben wir eben halt mal systematisch verglichen, die Erträge oder der Ernteertrag sozusagen, mit den Prognosen vom Windatlas, und da kommen wir eben halt auch zu den Unterschieden von 20-30%. Ja, das ist natürlich ein relativ großer Betrag, weil wenn man so denkt, so ein richtiger Windpark, das sind ja mal schnell 10 Millionen Kapital im Spiel oder mehrere 10 Millionen, und 30% weniger sind ja dann auch eigentlich 3 Millionen oder was auch immer, die dann da fehlen. Jetzt ist die Frage, gilt das für alte Anlagen oder liegt es daran, dass die vielleicht schon kaputt waren, diese Anlagen? Das denke ich nicht. Also wir haben da systematisch mehrere Windparks uns angesehen, von den älteren bis hin zu ganz neuen Windparks, Windmaschinen. Und da sahen wir jetzt nicht unbedingt eine Systematik dahinter, also die abhängig wäre von dem Alter von der Anlage. Also ist das wahrscheinlich nicht ein Anlagenproblem. Wir haben ja auch relativ hohe Zuverlässigkeit des Anlagen, oder? Laufen ja meistens. Ja, das ist eine relativ hohe Zuverlässigkeit. Es gibt ein paar Ausfalltage pro Jahr. Das ist, sage ich mal, nicht der Rede wert sozusagen. Also keine 30%? Nein. Das sind vielleicht wesentlich unter 5%. Unter 5%. Es gab, was uns eben halt noch aufgefallen ist, das ist vielleicht mehr im Detail, es gab, als man 2019 den neuen Windatlas eingeführt hat, hat man eine neue Bezugsgröße eingeführt. Das ist die mittlere gekappte Windleistungsdichte. Früher in dem Folgenatlas von 2012 war sozusagen die mittlere Windgeschwindigkeit in verschiedenen Höhen der Bezugsparameter, die Kenngröße, und das hat man jetzt etwas abgeändert und hat da eben halt diese gekappte mittlere Windleistungsdichte eingeführt. Was muss man sich denn darunter vorstellen? Was wird da gekappt? Die Windleistungsdichte ist sozusagen die gemittelte Leistungsdichte, die ein Windrad Watt pro Quadratmeter ist, genau, die Einheit, erzeugen kann, also sozusagen über die Rotorfläche hinweg betrachtet, und dann mit einer Windgeschwindigkeitsverteilung, die an dem Ort eben halt berechnet wurde oder halt gemessen wurde, aber halt im Windatlas großflächig berechnet wurde, das kann man dann diese Größe ausrechnen. Jetzt ist es so, und das wäre die mittlere Windleistungsdichte. Jetzt hat man da aber noch einen Kniff gemacht und hat dann eine Kappungsgeschwindigkeit eingeführt und daraus dann die gekappte mittlere Windleistungsdichte berechnet als neue Bezugsgröße. Und diese Kappung funktioniert folgendermaßen: Das ist eine maximale Geschwindigkeit sozusagen. Die haben wir 15 Meter pro Sekunde? Die hatten wir 15 Meter pro Sekunde gesetzt. Und das ist im Prinzip, ist es sozusagen, sollte das die Windgeschwindigkeit sein, über der die zu erntende Leistung nicht mehr anwächst. Okay, weil dann ist es sozusagen eine Sättigung. Dann wird die Leistungskennlinie flach sozusagen. Mhm. Ja. Mhm. Und dann, wenn man dann die Windgeschwindigkeit weiter und weiter erhöht, bleibt die Leistung, die das Windrad dann umsetzen kann, eben halt gleich. Ja. Okay. Und die hat man eben jetzt aus uns dann am Ende unbekannten Gründen auf 15 Meter pro Sekunde gesetzt. Ein realistischer, nachvollziehbarer, sachlicher Wert wäre zum Beispiel 11 Meter, zwischen 10 und 11 Meter pro Sekunde. Das ist da genau, wo die Kennlinie umbiegt. Da im Prinzip da sollte man dann sozusagen diese Kappgeschwindigkeit wählen. Und dann ergibt sich natürlich die Frage, erstens, warum wählt man sie nicht so, wie sie sein sollte? Und zweitens, was ist der Effekt von dieser größeren Wahl, von diesem größeren Wert des Parameters? Und dann haben wir eben halt herausgefunden, dass für einen bestimmten Standort, also für eine bestimmte Windgeschwindigkeitsverteilung, wir haben da mit einer Rayleigh-Verteilung gerechnet, einfach, dass es einfach ist. Ja, ja. Aber das setzt sich durch auch auf andere Fälle, da findet man eben halt dann einen Beitrag zu dieser Überschätzung sozusagen von der Windgeschwindigkeit, von der mittleren Windleistungsdichte. Ja. Und das ist natürlich dann so ein Parameter, der Theoretiker sagt, das ist so ein fishy Parameter,
Da kann man dann natürlich, den kann man variieren. Ja, vielleicht auch nicht unbedingt so, wie man sollte, sondern wie man will. Ja, es gibt natürlich Interessen. Jetzt ist es ja tatsächlich so, was ich gehört habe, ist ja, Sie haben ja das publiziert bei Springer als Reviewed Paper. Sie haben also genau untersucht, wie viel Windertrag man nun tatsächlich aus öffentlichen Quellen zugänglich, verstehe ich. Das waren irgendwie NBW oder Winddatenbank, wo Sie erfahren, wie viel Energie man bekommen hat. Das haben Sie verglichen mit den öffentlich zugänglichen Windatlas und haben das da so aufbereitet in einem sehr interessanten wissenschaftlichen Paper, das dann den Review-Prozess durchgegangen ist und dann eben erstmal online verfügbar war. Ja, richtig. Das ist ein sehr, sehr merkwürdiger Vorgang, der da passiert ist. Also wir haben die Studie schon länger abgeschlossen gehabt und dann war eben die Idee, das sozusagen auch noch wissenschaftlich begutachten zu lassen und dazu eben halt diesen Peer-Review-Prozess, also den Begutachtungsprozess, den jedes wissenschaftliche Papier durchlaufen muss und auch durchläuft. Das ist für uns Tagesgeschäft sozusagen. Das haben wir dann eben halt auch mit diesem Manuskript gemacht. Das haben wir dann eingereicht bei einem Fachjournal Forschung im Ingenieurwesen, was mir empfohlen wurde von einem Kollegen. Und das ist eben halt ein Springer bei Springer Nature im Portfolio mit drin und die haben dann das Ganze durchlaufen, also in einem Peer Review gegeben. Wir haben zwei sehr gute Gutachten erhalten. Ein Gutachter war komplett zufrieden, so wie wir das geschrieben hatten. Und der zweite Gutachter, der hat ja ein paar Verbesserungsvorschläge uns gemacht. Das ist aber auch ein üblicher Prozess. Das heißt, dann bekommt man das Gutachten zurück. Man bekommt als Autor beide Gutachten zurück. Man kann die Gutachterkommentare lesen und man kann dann auch die Fragen beantworten oder die Kritik, die dann auch kommt, sozusagen dann beantworten in einem Antwortschreiben und das geht dann in die zweite Runde. Das ist ganz normal, ein ganz normaler Vorgang. Und so haben wir das auch gemacht mit unserem Manuskript und dann ist es dann auch nach weiteren, ich weiß nicht, 4 Wochen ungefähr, was so eine normale Zeitspanne ist, ist es dann akzeptiert worden zur Veröffentlichung im April letzten Jahres und dann ist es dann online gegangen im Mai letzten Jahres. Und das Papier stieß auf großes Interesse. Das hat also bei Springer Nature über 4000 Downloads gehabt. Das ist viel. In kurzer Zeit. Das waren, glaube ich, schon mit die besten, das häufigste angesehene Papier in dem Journal. Und dann gab es eben halt im Sommer, im Juli, eine Presseberichterstattung von der Rhein-Neckar-Zeitung, es gab einen Artikel, in dem unsere Arbeit sehr aggressiv mit nicht wissenschaftlichen Tönen, sage ich mal, angegangen worden ist. Es sind Kollegen zitiert worden, die in dem Fachgebiet arbeiten. Es ist uns vorgeworfen worden, die Arbeit sei in der Tradition von, wie stand da, Klimawandelleugnern. Ein völliger Schwachsinn, muss ich ehrlich sagen. Ich bin einer derjenigen, der über die Kernenergie propagiert, wir müssen CO2-neutrale Energieerzeugung machen, da kommen wir vielleicht später noch dazu. Es ist uns auch noch vorgeworfen worden, wir hätten einen Interessenkonflikt, weil ein Mitautor ist bei der Vernunftkraft und ich bin in einer kleinen lokalen Bürgerinitiative hier vor Ort mit irgendwie 20 Aktiven, 10 Aktiven, wäre schön, wenn es 20 wären. da hat man uns also einen Interessenskonflikt draus konstruiert, was vollkommen abstrus ist. Ja. Man hat in dem Zeitungsartikel übrigens dann auch einen Physiker zitiert, der selber eine Firma hat, die Windindustrie berät über Simulationen das und so weiter. Das ist auch Interessenskonflikt. Dort sah man keinen Interessenskonflikt, bei dem Kollegen, bei uns hat man den mit Hängen und Würgen, sage ich mal, konstruiert. Das hat dazu geführt, dass dann ein paar Wochen, 2 Wochen später gab es eine Rückfrage von Springer Nature an uns mit ein paar Fragen, die nochmal formuliert worden sind, allerdings anonym. Das war schon dann der erste auffällige Tatbestand, weil nachdem ein Papier veröffentlicht ist, ist die Regel, selbst auch Springer Nature hat sich diesen Regeln selber auch unterworfen, diese Regeln sich selber gegeben. Da hat dann auch Springer Nature, sie haben dann sozusagen nur anonym die Sachen, die Kommentare an uns weitergegeben. Wir haben dann da nichts Böses geahnt und haben dann die Fragen auch wieder beantwortet, sogar nochmal neue Rechnungen gemacht, Daten nochmal hervorgeholt und die auch nochmal mit eingeschickt. Und damit war aus unserer Sicht die Angelegenheit dann
erledigt. Bis dann im November letzten Jahres plötzlich aus heiterem Himmel die Nachricht kam, von Springer Nature, unsere Publikation sei zurückgezogen. Es hätte eine Begutachtung gegeben, eine Post-Publication-Review gegeben und daraufhin müssten sie jetzt schließen, dass die Arbeit nicht zuverlässig sei und dies müssten sie dann zurückziehen. In einem Schriftverkehr haben wir dann natürlich dagegen protestiert. Wir haben darum gebeten, dass die Gutachten, es hätte ja Gutachten gegeben, dass die uns, wie es üblich ist, auch zur Verfügung gestellt werden. Auch das ist nicht passiert. Es gab gar keine Reaktion mehr von Springer Nature auf unsere Kommunikation und das war natürlich sozusagen aus unserer Sicht ist das ein Skandal. Wir haben dann auch, es gibt in Deutschland ja mittlerweile sind 750 Professoren im Netzwerk Wissenschaftsfreiheit organisiert. Wir haben dort Unterstützung gesucht und auch bekommen. Und mittlerweile bin ich dann auch in das Netzwerk aufgenommen worden. Und es gab dann eben halt auch den Protest gegen diese Art und Weise des Handlings, dieses Zurückziehens dieser Publikation. Weil das ist natürlich, sowas hab ich und andere Kollegen auch noch nie erlebt. Also wenn, man ist als Wissenschaftler immer offen für Kritik, das ist selbstverständlich. Wenn da irgendein Fehler drin gewesen wäre, hätten wir den natürlich korrigiert. Wir wären in eine offene wissenschaftliche Diskussion eingestiegen. Das ist in dem Fall aber gar nicht möglich, weil wir kennen unsere Gegner nicht, sage ich mal, und wir kennen die Vorwürfe auch nicht. Wir kennen keine Details. Das ist besonders überraschend. Wir kennen keine Details. Es müsste ja dann kommen, dass also hier die falschen Daten abgelesen wurden. Oder ja, es stand so allgemein drin, wir hätten falsche Daten verwendet und die Methodik sei auch die falsche gewesen und deshalb sei das Papier nicht zuverlässig. Meine Nachfrage war dann ja, welche der Daten angeblich nicht zuverlässig seien, ob es die vom Deutschen Wetterdienst seien, was natürlich nicht sein kann, das sind ja die amtlichen Daten, oder ob es vielleicht sogar die Windatlas-Daten sind, die nicht zuverlässig seien, das hätte uns ja dann bestätigt. Auch da kam keine Antwort. Es ist ein langes Papier, was wir da geschrieben haben. Wir haben mehrere Unterkapitel, mehrere verschiedene Aspekte uns angesehen. Das heißt, es gibt auch da nicht die eine Methodik, die wir verwendet haben. Auch da hätten wir gerne geklärt, welcher Punkt konkret angegriffen wird, konkret falsch sei. Auch da gab es keine Antwort. Und es ist einfach sozusagen ein Unding, dass man einfach mal ins Blaue rein argumentiert, das Paper ist falsch, mit völlig unwissenschaftlichen Argumenten auch vorgeht, ad hominem uns angreift. In diesem Zeitungsartikel sind wir ja persönlich angegriffen worden. Und das sind natürlich Dinge, die haben mit Wissenschaftlichkeit nichts mehr zu tun. Das Interessante ist für mich jetzt erstmal, also der Fall, dass eine wissenschaftliche Arbeit zurückgezogen wird, ist eher selten, würde ich jetzt mal einschätzen. Und die Fälle, wo man das immer wieder mal in der Öffentlichkeit auch mitgekriegt, da wurden dann relativ schwere Verfehlungen gemacht, dass Messergebnisse erfunden wurden und das lässt sich dann ja auch relativ klar runterbrechen. Aber das, was ich jetzt so erstaunlich finde, ist, es gibt ja anscheinend gar keine präzise Aussage, diese Berechnung hier ist falsche Formel verwendet oder diese Datensätze vom Deutschen Wetterdienst sind falsch eingespult worden. Es ist nicht so konkret runtergebrochen worden. Genau, es gab einen Kommentar, der aber nur in diesem Zeitungsartikel stand, also auch nicht wissenschaftlich fundiert sozusagen. Mhm. Es gab einen Kommentar, der Kollege sagte, das, was wir gemacht hätten, sei wohl mathematisch korrekt, aber falsch aufbereitet oder so ähnlich stand drin. Ja. Also ich meine, also völliger Blödsinn. Den theoretischen Physiker das so vorzuwerfen, ist natürlich schon eine Hausnummer, der nun im Umgang mit solchen Sachen ja nun trainiert ist. Ich meine, das ist ja eines der Sachen, die man im Physikstudium lernt. Einmal, wie setze ich eine Gleichung und wie arbeite ich damit numerisch auch. Und dann noch, am Schluss kommt noch dazu, ist ganz wichtig, das ist für mich immer persönlich ganz wichtig, das ist ein Teil von meinem Ethos, Berufsethos, eben dann ist man noch nicht fertig, sondern dann muss man noch mit dem Experiment, also mit realen Daten abgleichen. Und das ist ja genau das, was wir getan haben. Also wir sind ja dann sozusagen hergegangen und haben dann Messdaten genommen von den Betreibern, um unsere Ergebnisse dann auch da zu überprüfen, abzugleichen. Mhm. Und insofern haben wir mehr sogar noch gemacht. Ja. Also das, wie gesagt, mich hat das persönlich richtig schockiert, dass es solche Vorgänge gibt, weil normalerweise geht man von einem angesehenen Fachzeitschrift oder einem Fachjournal davon aus, dass die nach einem klar nachvollziehbaren
Spielregeln arbeiten. Das heißt also, ich publiziere, die lesen sich das durch, sondern die entsprechenden Referenten oder Gutachter lesen sich das durch. Die sind ja ausgesucht, fachlich, da wird ja nicht einfach irgendjemand hingesetzt. Die geben dann ihre zunächst anonyme Meinung zurück an den Autor. Der Autor erfährt, was könnte man besser machen, was scheint sehr gut zu sein. Soweit ich es verstehe, haben Sie also eine sehr positive Resonanz gekriegt und eine, der hatte eben einige Nachfragen. Genau, aber er hatte sehr detaillierte Nachfragen, genau. Was uns zeigt, dass das ein Fachmann war, der das begutachtet hat. Richtig. Weil manchmal kriegt man auch Reports, wo man merkt, aha, das ist eher so am Grenzgebiet, am Randgebiet von dem Gutachter, die eigene Arbeit jetzt. Mhm. Und in dem Fall war das nicht so. Da hat also der Gutachter sehr klar und sehr deutlich auch einzelne Punkte angesprochen. Hier muss man noch was nochmal nachprüfen und da nochmal neue Daten und so weiter. Der wusste also genau Bescheid. Ja, also das heißt, wir haben einen Gutachter, der hat sich das genau angeguckt mit Sachkenntnis. Dann ist es, nachdem das wieder ein bisschen aufbereitet wurde, diese Fehler oder Unklarheiten behoben wurden, wurde das dann letztendlich zur Publikation freigegeben vom Mai 23 oder wann das ungefähr war. So, und dann kommt ein halbes Jahr später irgendjemand, der dem das, sage ich jetzt mal, irgendwie nicht schmeckt oder was auch immer, der unklar argumentiert und der dann anonym behauptet, das ist so nicht richtig gemacht worden. Ohne dass der Autor eine Chance hat, das sozusagen klarzustellen, weil die Fragen zu ungenau sind. Also man kann ja nicht sagen, also das ist, was da steht, das ist voreingenommen, das ist Quatsch oder was auch immer. Sondern man muss ja sehr genau wissenschaftlich argumentieren. Man muss sagen, dieses Experiment ist so nicht wiederholbar, was sehr häufig in der Psychologie übrigens passiert. In der Physik auch, ja. In der Physik gibt es auch eine ganze Menge Experimente. Da muss ich dann sagen, okay, was habe ich da ganz genau gemacht? Und oder es ist eine bestimmte Rechnungsmethode falsch oder sollte man an der Stelle so nicht anwenden, dann kann man das auch sehr genau beschreiben. Und dann kann ich am Schluss sagen, okay, nach Rücksprache hat sich herausgestellt, das muss man rausnehmen. Weil das wurde sozusagen mehr oder weniger rausgenommen, ohne dass man nochmal klar das abgleichen konnte. Genau, dazu muss man sagen, das ist per se schon ein seltsamer Vorgang, ein bemerkenswerter Vorgang, aber es kommt noch was on top, sage ich mal so. Es gibt sozusagen so Ethikrichtlinien, ja. So Guidelines von Springer Nature, die haben sich das selber auch gegeben. Es gibt einen großen Verband für diese Ethikfragen bei Publikationshäusern, also bei Publishern, sagt man auf Englisch. Ja. Und die haben sich da weltweit auch zusammengeschlossen. Springer Nature ist da eben halt auch ein Teil davon und hat sich diesen eigenen Regeln, den Compliance-Regeln, würde man wahrscheinlich sagen in der Industrie, den auch selber untergeordnet. Und da ist eben halt Teil dieser Regeln, dass es nach der Publikation keinen anonymen, sag ich mal, Schriftverkehr mehr gibt, wenn es Kritik gibt. Und nochmal, wir sind offen für Kritik. Wir sind immer bereit und froh drum, wenn unsere Arbeit besser wird durch Kritik. Ja. Da ist es eben halt die Regel, in diesen COPE-Richtlinien nennen die sich, dass der Post-Publication-Review nicht mehr anonym, sondern offen vor sich geht. Mhm. Und dass man einfach eben, also erstmal den Kritiker namentlich kennt und zum Zweiten die Kritik überhaupt mal kennt. Ja. Wir kennen ja noch nicht mal die Kritik. Ja, also die Namen, noch die Kritik. Ja. Völlig frappierend. Genau. Ja. Und das Bemerkenswerte ist eben halt, dass aus unserer Sicht eben halt der Verlag seine eigenen Regeln gebrochen hat, nicht mal seine eigenen Standards. Weil das ist, wie gesagt, für die Wissenschaft natürlich ein wesentlich schwerwiegenderer Vorgang, wie man jetzt vielleicht denkt, na, dann ist das Paper halt zurückgezogen. Aber die Wissenschaft beruht darauf, dass eben die begutachteten Artikel, dass die anonym begutachtet werden, dass die hernach dann, wenn sie dann eben sozusagen mal als hochqualitative wissenschaftliche Arbeit veröffentlicht werden, und jeder Professor, der sich bewirbt, muss sich ja mit einer ordentlichen Liste von qualifizierten Veröffentlichungen melden. Man ist ja nicht Anfänger in dem Bereich. Man hat das ja sozusagen, das ist der Teil der wissenschaftlichen Arbeit, dass das dann fast ohne jeglichen nachvollziehbaren Umstand dann plötzlich wieder verschwindet. Jetzt würde ich will da jetzt nicht keine Vermutungen anstellen, was es da wirklich dahinter steckt, aber es gibt jetzt von Ihnen noch eine Analyse, die mich auch sehr überrascht hat, und Sie haben sind der Frage nachgegangen, wie ist eigentlich die Windgeschwindigkeit zwischen Bayern und Baden-Württemberg?
Nun wissen wir, wenn man in Süddeutschland wohnt, also Baden-Württemberg ist westlich von Bayern und da weht der Wind drüber. Es gibt auch noch keine Mauer zwischen den beiden Bundesländern. Das haben wir auch in Deutschland schon mal gehabt, aber jedenfalls keine hohe Mauer. Und wie kann es, wie verhält sich die Windgeschwindigkeit an der Grenze zwischen den beiden Bundesländern? Ja, also wir haben da jetzt in einer anderen Studie eben das uns mal angesehen. Wir haben die Prognosen von dem Windatlas Baden-Württemberg von 2019, sage ich mal, westlich der Landesgrenze oder südlich dann der Landesgrenze zwischen Bayern und Baden-Württemberg hergenommen und diese Prognosen verglichen mit den Daten des Bayerischen Windatlas von 2021. Die eben halt sozusagen im Prinzip genau direkt natürlich aneinander stoßen. Und dann würde man natürlich erwarten, dass wenn ich jetzt, wir haben da 20 verschiedene Standorte entlang der Landesgrenze hergenommen und haben dann einen Standort, an einem Standort zwei Messpunkte, den einen Messpunkt wenige Meter östlich der Grenze genau. Und wenige Meter westlich der Grenze hergenommen. Das sind so ein Abstand von, es ist verschieden zwischen, ich glaube, 20 bis 300 oder 400 Meter sowas, ja, also, ja. Und haben da die Daten ausgelesen aus den beiden Windatlanten und haben die dann miteinander verglichen und sind dann eben halt zu dem frappierenden Ergebnis gekommen, dass es da bis zu 80% Unterschied an Energie, einzelnen Messstellen, an der Windleistungsdichte gibt. Und das Ähnliche ist dann auch bei der Windgeschwindigkeit als Kenngröße. Ja. Mhm. Und das ist dann aber auch kein systematisch, also das ist nicht systematisch, also in der südlichen, im südlichen Bereich, da im Allgäu und so weiter, da weht der Wind auf der bayerischen Seite schwächer und auf der württembergischen Seite stärker. Und wenn man dann oben in dem Bereich vom Odenwald, also Tauberbischofsheim und weiter, ja, da oben schaut, dann ist es genau umgekehrt. Ach ja. Und da ist halt die Frage dann, woher das kommt. Wir haben gesagt, also das kann keine natürliche Ursache haben, sage ich mal so, weil wir haben dann zusätzlich noch die Windmessdaten oder die Windgeschwindigkeitsdaten vom Deutschen Wetterdienst hergenommen, die man dann auch sehr hoch aufgelöst kennt. Die kann man auch abrufen, also amtliche Daten auch. Und da gibt es natürlich keine Unstetigkeit, wenn man die Grenze überschreitet, so wie es natürlich jeder normale Mensch erwarten würde. Ja. Der Wind. Und die Frage ist jetzt halt, woher kommt das? Wir haben bisher keine Erklärung gefunden. Ja, weil wie gesagt, das ist natürlich, das ist äußerst frappierend, dass also sozusagen der Windatlas Baden-Württemberg an der Grenzlinie müsste der genau anschließen, Anschlusskriterium, wie man das so schön sagt bei der Physik, an den Bayerischen Windatlas. Und da sollte es also keine Unstetigkeitsstelle geben, wo dann der Wind im Nirvana verschwindet oder was auch immer es da so geben mag. So, also das heißt, hier gibt es auch eine hohe Diskrepanz und es war ja nicht nur irgendwie so 2-3%, sondern es sind wirklich im Bereich von 50-80% unterschiedliche Energiedichten, die man da also pro Quadratmeter da ernten könnte, was natürlich eine massive Auswirkung hat, wenn ich eine Windkraftanlage baue, die ich dann besser in Baden-Württemberg baue. 500 Meter, da werden wir alles so eine Leiste sehen. Nee, also der Punkt ist tatsächlich, also wir haben hier eine ganz heftige Inkonsistenz. Wurde das von den Windatlantenbetreibern schon bemerkt? Wurde das dann kommuniziert schon? Also kommuniziert meines Wissens nicht. Ich kenne da keine Aussagen dazu. Ich kenne auch keine Aussagen sozusagen von unserer Verwaltung, von der Landesregierung oder von irgendeinem Ministerium. Wo kommt denn so ein Windatlas her? In dem Fall Baden-Württemberg 2019, das hat das Umweltministerium beauftragt. Da gibt es eine Firma, Alpro, die sitzt in Ostfriesland irgendwo. Und die haben sich spezialisiert auf solche Simulationen. Die nutzen selber auch eine Software, die sie eingekauft haben von einem französischen Unternehmen. Und die haben den Windatlas dann im Auftrag des Umweltministeriums, also der Landesregierung Baden-Württemberg, erstellt. Dann, ja. Ja, also hoffentlich nicht interessengeleitet. Das kann ich schlecht sagen. Also der frühere Windatlas 2012, der war sogar noch von Interessengruppen direkt Ach so, da war noch, also da war der TÜV Süd und andere Protagonisten beteiligt, die natürlich auch gewisse wirtschaftliche Interessen damit verbinden, das ist klar. Gut, also hier einfach mal, wir sind im etwas merkwürdigen Bereich, die Daten müssen also nicht alle ganz, also ich würde jedenfalls empfehlen, wenn man eine Windanlage baut, dass man sich das immer sehr genau anguckt, wo man die Daten her hat.
und ja, diese entstehen. Es ist ja so, dass wenn ein Projektierer dann ein konkretes Projekt dann angeht und umsetzt, dann muss er natürlich Windmessungen machen. Ja. Das ist, glaube ich, sogar für die Genehmigung vorgeschrieben, zumindest war das bisher in der Vergangenheit so. Das heißt, da werden natürlich schon vor Ort noch konkret Windmessungen gemacht. Ja. Also ein Projektierer wird sich nie auf die berechneten Daten verlassen. Aber das Problem liegt ja noch an einer anderen Stelle. Im Moment haben wir ja in Baden-Württemberg die ganzen Vorgänge, dass Windvorranggebiete definiert werden sollen. Das geht von der Verwaltung aus und da geht man eher großräumiger vor. Das wird dann sozusagen ausgeführt von den Regionalverbänden und jeder Regionalverband in Baden-Württemberg hat dann die Aufgabe, sozusagen bis zu 1,8% der Landesfläche eben halt an Vorranggebieten zu identifizieren. Typischerweise geht man da drüber, man geht bis 2,8% und noch höher in den einzelnen Regionalverbänden und man sucht da also sozusagen Vorranggebiete. Und genau für diese Suche ist eben halt der Windatlas relevant, weil die ganzen Verwaltungen, die orientieren sich an dem Windatlas und da werden keine Windmessungen gemacht. Und deshalb ist es nicht unerheblich, was im Windatlas drinsteht. Also das ist sozusagen eine wichtige Vorentscheidung für das, was danach dann für Projektierer an weitere Detailuntersuchungen kommt. So, jetzt gehen wir mal noch mal ein bisschen zum Wind. Also es gibt ja, nun, wir haben es ja gerade gesagt, es gibt einen Klimawandel und eine großräumige Aspekt ist ja, dass wir in den polaren Regionen eine Aufwärmung sehen, auch physikalisch nachvollziehbar, weil da ist der CO2-Einfluss irgendwie höher durch diese Abstrahlungsgesetze und in den äquatorialen Gebieten eher weniger. Das heißt, die Theorie ist zumindest, dass die Windgeschwindigkeiten eher abnehmen könnten. Weltweit, also die Energie, also die Kanonmaschine sozusagen zwischen Äquator und Pol schwächelt. Ja, wobei die Carnot-Maschine als Physiker ist nicht ein gutes Beispiel, weil die Carnot-Maschine, das ist eine Maschine, die funktioniert im thermodynamischen Gleichgewicht, also unendlich langsam. Ja, und es gibt unendlich schwache Kopplungen sozusagen. Das ist ein schwieriges Beispiel. Aber die Windgeschwindigkeiten, die Windverhältnisse weltweit ändern sich. Ja, ich glaube, das ist bekannt. Ich bin da jetzt kein Fachmann in dem Bereich. Ja, okay. Ja. Aber die ändern sich. Und ja, genau. Ein anderer Effekt ist ja, wir bauen ja nun oder haben ja auch schon in den letzten Jahrzehnten sehr viele Windkraftanlagen gebaut. Eine Windkraftanlage entnimmt der Atmosphäre richtige Energiemengen. Also so eine 5-Megawatt-Anlage, die entnimmt der Atmosphäre natürlich 5 Megawatt, die dahinter nicht mehr da sind. Also die Windgeschwindigkeit wird dadurch reduziert, im Großen und Ganzen. Ja, genau, das ist so. Also es gibt auch Arbeiten, wissenschaftliche Arbeiten, die sich mit dem Phänomen beschäftigen, die das am Anfang erst abgeschätzt haben und die Berechnungen dazu werden immer genauer. Auf der anderen Seite muss man natürlich auch sagen, die Erde ist natürlich an sich auch kein abgeschlossenes System. Das heißt, der Wind kommt ja dadurch zustande, dass es Temperaturunterschiede auf dem Globus gibt und die Temperaturunterschiede werden durch die Sonne verursacht, durch die Sonneneinstrahlung verursacht. Ja. Und eben deshalb ist die Erde kein abgeschlossenes System. Es kommt Energie rein von der Sonne und natürlich geht dann Energie auch sozusagen wieder raus in Form von Wärme, von Bremseffekten, sozusagen von mechanischen Bremsen und eben halt auch das, was dann in die Windräder reingeht sozusagen. Ja, also das heißt, wir haben natürlich ein endliches Luftvolumen, das wir hier sozusagen über den Kontinent schieben. Und wenn ich jetzt an den Rändern des Kontinents, also an der Küste typischerweise, Energie entziehe ich natürlich auch kinetische Energie, diesen Luftmassen. Genau, man zieht die Bewegungsenergie von dem Wind und wandelt die dann um. Genau. Die fällt natürlich dann sozusagen an anderer Stelle. Also der Wind wird hinter den Windparks sozusagen langsamer. Ja. Die Frage ist natürlich, wie groß der Effekt ist, ob der sozusagen auf großer Skala einen signifikanten Effekt macht. Was sicherlich auch von Interesse ist, ist sozusagen, wie so ein Windpark jetzt das Mikroklima, die Mikroverhältnisse dann verändern. Und da gibt es auch eine Serie von Arbeiten und die sind auch prominent publiziert, schon vor ein paar Jahren, also eben auch in Nature und der Familie. Noch nicht zurückgezogen. Noch nicht zurückgezogen. Oh, nein. Um Gottes Willen, nein. Da gibt es eben halt auch Anzeichen dafür, dass beispielsweise in der windabgewandten Seite von einem Windpark, dass da die Feuchtigkeitsverhältnisse verändert werden am Boden, dass die Böden trockener werden
Einfach weil durch die Verwirbelungen zwischen den Luftschichten werden ja sozusagen warme und kühlere Luftschichten miteinander verwirbelt. Ja. Das hat einen Einfluss auf die Fähigkeit der Luft, Feuchtigkeit zu speichern und dann am Ende auch sozusagen in der Nacht als Tau am Boden abzulegen sozusagen. Und das führt dann dazu, dass dann auch sozusagen die Feuchtigkeitsverhältnisse am Boden merklich dann auch sich ändern können. Ja, da gibt es ja auch, wie gesagt, zumindest einige Beobachtungsdaten in diesen Papers, die darauf hindeuten, dass man das auch messen kann und nicht nur rein theoretisch sind. Bleiben wir mal bei der Energie, wechseln aber ein bisschen die Energiequelle. Eine andere Form, Energie zu gewinnen, ist nicht, dass man den Wind bremst, sondern dass man Kerne spaltet. Also die Kernenergie ist eine Form von Energie, die uns der Menschheit, sagen wir mal, seit, was sind das eigentlich jetzt, 80 Jahren ungefähr bekannt ist. Und wir haben hier in Deutschland die Kraftwerke abgeschaltet. Warum haben wir eigentlich die abgeschaltet? Haben Sie da eine Erklärung dafür? Keine rationale. Okay. Keine rationale Aber Erklärung. Trotzdem, die irrationale ist auch interessant. Ja, der Naturwissenschaftler interessiert sich ja nur für die rationalen Erklärungen. Ich meine, man weiß natürlich, woher das kommt. Man kennt die Ursache. Das ist ja jahrzehntelang jetzt mittlerweile ja auch sozusagen die... ich sage mal einfach, die Stimmung in der Politik ist eben halt, hat sich gegen die Kernenergie, gegen die Kernkraft gewendet und dann eben halt auch in der breiten Bevölkerung gab es jahrelange, jahrzehntelange Vorbehalte mittlerweile. Vielleicht sind die im Moment wieder am Abnehmen, aber die gibt es schon und das hat dann halt die Politik am Ende dazu bewogen, aus politischen Gründen, sicherlich nicht aus naturwissenschaftlichen Gründen, die Kernreaktoren, die wir noch hatten, jetzt abzuschalten. Jetzt wenn wir mal... Ich habe mich ja mit Leuten auch beschäftigt, also unterhalten, Janzig und Ähnlichen, die in den 70er Jahren mitgekriegt haben, wie diese Anti-Kernkraft-Bewegung sozusagen Fuß fasste, wenn man das mal so nennen will. Also um Wiel rum, da wurden dann von den Weinbauern gesagt, da kommen Nebelwölkchen, die Nebelwölkchen wollen wir nicht, also bauen wir keinen, eigentlich sollte man sagen, keine thermischen Kraftwerke hin, aber die Idee war natürlich dann ein Atomkraftwerk, das geplant war in Wiel. Und dann hat man eben das vermischt mit der Problematik, die nukleare Energie ist irgendwas Ähnliches wie eine Atombombe. Atombombe ist uns bekannt als sozusagen schauerliche Methode, große Menschenmengen umzubringen auf erschreckende Art. Und wir haben eben zwei Beispiele, die auch damals sicherlich noch präsenter waren. Das ist ja nun auch 80 Jahre her. Interessanterweise für mich in dieser Bewegung ist, dass wir zunächst war die Vermutung, und da gab es ja eben auch entsprechende Literatur, dass die Gefahr, dass ein Kernkraftwerk großen Schaden nimmt, dass es sozusagen nicht gerade eine Atomexplosion ist, aber dass es eben in großem Umfang Verseuchungen gibt im Umkreis von Kernenergie, das war die Hauptsorge, die man zunächst hatte. Und nach 70 Jahren Betrieb sehen wir, dass das ein relativ seltener Vorgang eigentlich ist. Wir haben eigentlich nur zwei oder drei Vorgänge, die überhaupt der Rede wert sind. Ja, wobei man dazu aber gleich sagen muss, die Vorgänge, also zumindest in Tschernobyl und in Fukushima, die sind ja nicht passiert im Regelbetrieb der Anlagen. Ja. Also der Unfall, die Havarie in Tschernobyl ist ja passiert bei einem, sage ich mal, missglückten Versuch, bei menschlichen Versagen, bei der Steuerung von einem Versuch. Und da ist natürlich dieser schreckliche Unfall passiert, in einem militärischen Reaktor übrigens auch. Ja. Der zweite Punkt eben halt in Fukushima, der ist ja eben auch nicht im Regelbetrieb passiert, sondern der ist während eines Tsunamis oder aufgrund von eines Tsunamis passiert. Mhm. Und dann hat sich ja hinterher herausgestellt, das Kernkraftwerk hätte da gar nicht stehen dürfen, wo es dann gebaut worden ist. Es ist falsch genehmigt worden sozusagen, man hat da auch Fehler gemacht. Mhm. Ja. Das heißt, das waren dann am Ende menschliche Fehler. Wir wissen eben halt auch, dass in Westeuropa kam es eben halt bisher noch nicht zu einer Havarie dem gemeinten Sinne. Das ist also erstmal die Erkenntnis, und das ist natürlich jetzt eine Erkenntnis, die man gewonnen hat aus jahrelangen Erfahrungen, jahrelangen Betrieb von ungefähr 400 Kernreaktoren, die weltweit im Moment laufen, dass die nicht so besonders regelmäßig kaputt gehen, beziehungsweise dass das
hier diese beiden Fälle, die man sozusagen jetzt als relativ schmale Messbasis hat. Also Harrisburg war, der hat ja keinen Umweltschaden angerichtet. Es gab der Reaktor wurde nicht richtig betrieben, aber das war nicht ein Umweltproblem. Die Problematik ist jetzt, eigentlich kann ich ja dann sagen, wir haben jetzt dazugelernt, wir haben jetzt nämlich eine Statistik, eine ansatzweise eine Statistik, wie lange ein normaler, guter Reaktor läuft, ohne dass er einen Schaden anrichtet. Das wäre jetzt sozusagen der nächste Punkt, dass wir uns mal anfragen, wie viel Strom erzeugt es und was ist dann der Schaden, der entsteht? Das ist richtig, wenn man das jetzt sozusagen historisch jetzt betrachtet, also in der Rückschau betrachtet, weil da wäre ja die Statistik gemacht dann mit, ich sage mal, Kernreaktoren der Generation 2 und vielleicht noch 3. Mhm. Ja. Ja. Und da ist es genau so eben halt, dass sozusagen statistisch betrachtet ist eben halt eine Havarie in diesen, in Anführungszeichen, alten Reaktoren, also in den Reaktoren der vorigen Generation, dass die eben halt sehr selten ist. Ja, also auf das deuten zumindest die Daten hin. Also wir haben hier jetzt, man hat ja früher, je nach Literatur, die man liest, gesagt, also 10.000 Jahre würde ein Reaktor fehlerfrei laufen, aber 10.000 ist, wenn man 400 Reaktoren läuft, natürlich dann auch keine so lange Zeit, das sind einige 20 Jahre oder was. Das heißt, also man hat tatsächlich eigentlich die Erfahrung, dass diese Prognosen, die man hat, relativ sorgfältig erstellt wurden. Also die sozusagen dieses GAU, dieser größte anzunehmende Unfall, der ist tatsächlich ein sehr, sehr seltenes Ereignis. Das ist wahr, jetzt in der Rückschau, sozusagen aus der Sicht der 70er Jahre, als man nach vorne geschaut hat, muss man natürlich schon auch sagen, da auch in dem Bereich, sage ich mal, gibt es diese Fudge Factors, also diese Faktoren, wo man drehen kann, sage ich mal so. Da gibt es natürlich auch Risikoeinschätzungen, die man da macht in den gesamten komplizierten Risikoprognosen. Und da muss man einzelne Parameter eben halt auch sozusagen als Risikoeinschätzung reinstecken. Und auch da hat man so ähnlich wie bei der Kappgeschwindigkeit bei den Windrädern, auch da hat man natürlich Stellen, wo man, sage ich mal, schieben kann. Ja, 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 ich meine, wir haben ja auch, also ich vergleiche es ganz gerne, dieses Challenger-Unglück der amerikanischen NASA, die hatten ja eine Sicherheitsprognose erstellt, dass das ganz, ganz selten passiert und innerhalb des relativ kurzen Betriebs hat man also zwei schwerwiegende Unfälle gehabt mit diesen Raumschiff, was dann auch zur endgültigen Stilllegung geführt hat. Genau, auch da muss man eben halt das alles in der Rückschau betrachten. Jetzt, ich denke aber, was mir da immer wichtig ist in dem Zusammenhang, ist, dass wir eben halt nach vorne gucken sollen und dann eben halt uns der nächsten, der vierten und vielleicht sogar fünften Generation der Kernreaktoren zuwenden sollen. Und da ist es eben halt ja so, dass diese Frage der inhärenten Sicherheit eine ganz andere ist. Ja, und das ist ein ganz zentraler Unterschied. Also mal ein zentraler Punkt. Also wir hatten in einem unserer letzten Beiträge uns das Zwentendorf-Kraftwerk angeguckt. Das ist ja in Österreich ein nie in Betrieb genommenes Kraftwerk. Das erste Generation. Also ein dampfbasierendes Kraftwerk und also nur einem Primärkreislauf eigentlich. Das ist eine ganz erstaunliche, einfache Konstruktion. So, jetzt, was ist die vierte Generation? Das allererste, will ich gleich noch sagen, das allererste, einer der nullten Generationen Reaktor, der steht ja hier quasi nicht weit weg von hier in Heigerloch. In Heigerloch, ja. Da gibt es den Atomkeller, wo dann Heisenberg 1944-45 eben halt das letzte Experiment gemacht haben. Der Reaktor ist ja nie sozusagen kritisch geworden. Mhm. Ja, und insofern war das dann, hat es nicht funktioniert. Also, er fällt deswegen null, weil er natürlich auch keine Energie gewinnen sollte, sondern man hat eben Experimente gemacht im Umfeld der Nuklearwaffenentwicklung. Aber nicht in Heigerloch. In Heigerloch hat man das ist ein Man wollte eigentlich Neutronenmultiplikationsfaktoren messen. Genau, aber in der Anordnung von einem Reaktor sozusagen. Ja, ja, also es gab da diese drin hängenden Uranstücke und so weiter. Ja, ja, ja. Gut, aber jetzt gucken wir uns mal an, was ist die Idee von der vierten Reaktorgeneration? Was unterscheidet die so grundsätzlich jetzt von der bisherigen Reaktorgeneration? Also die vierte Reaktorgeneration beruht natürlich auch auf den ähnlichen Prinzipien der Kernspaltung, das ist keine Frage, aber der Unterschied, es gibt eben halt fundamentale Unterschiede im Vergleich zu den Vorgängergenerationen und da sage ich immer, es gibt die vier goldenen Regeln der vierten Generation.
Eine Regel ist, dass sozusagen nur Architektur, nur Konfigurationen zugelassen werden oder erforscht werden sollen, die inhärent sicher sind, also die walk-away safe sind. Das heißt, wenn sozusagen diese Anlage komplett sich selber überlassen wird, wenn also ein Stromausfall für Kühlpumpen und Wasserkreisläufe und so weiter, wenn das alles ausfallen würde, muss dieser Reaktor, muss diese Maschine von sich aus zum Ende kommen, zum Stillstand kommen. Mhm. Walk away safe, sagt man dazu. Das ist sicherlich... Und eben halt nur, es gibt dieses weltweite Generation 4, Generation 4 Konsortium, als Verbund, ein loser Verbund von weltweiten Forschungsgruppen. Und sozusagen, wenn man da aufgenommen werden will, dann muss man eben halt diese Prinzipien erfüllen. Mhm. Eins davon hatte ich genannt. Ja, also ein Punkt ist, also sozusagen jetzt, wenn wir es nochmal umdrehen und die jetzige Situation antun, was wir historisch gelernt haben, zum Beispiel, wenn der jetzt in Fukushima gestanden hätte, so ein Walk-Away-Safe-Reaktor, dann hätte es keine so großen Umweltauswirkungen, wobei man muss sagen, die Auswirkungen waren überschaubar, keine so großen Auswirkungen gegeben. Ja, dann wäre der Reaktor von sich aus zum Stillstand gekommen, also die Kernreaktion wäre erloschen und dann sozusagen die Restspaltvorgänge, die es dann immer gibt, die Abwärme, Materialien, das endet dann nach wenigen Stunden, spätestens nach einem Tag, ist das sozusagen dann... ist der so weit runtergekühlt, dass der eben halt keine Gefahr mehr darstellt. Die neuen Reaktoren, viele davon funktionieren eben halt auch mit Brennstoffen, mit Brennmitteln, die im verflüssigten Zustand vorliegen, also Metallschmelzen oder Salzschmelzen werden da verwendet und die Kernreaktion funktioniert nur in dem Aggregatzustand, wenn dieser Brennstoff flüssig ist. Ah, okay. Und das heißt also, wenn sozusagen die Heizung ausfällt, dadurch, dass es einen Stromausfall gibt oder wie auch immer, würde sozusagen das Material sich abkühlen und die Kernreaktion käme zum Stillstand von sich aus. Selbst wenn man es wollte, gäbe es keine Kernreaktion mehr möglich. Und im anderen Fall, wenn es jetzt doch aus irgendeinem Grund, im Gedankenexperiment zumindest, wenn sozusagen sich die Temperatur erhöhen würde in diesen neuen Generatoren, würde sich das Brennmaterial sozusagen ausdehnen. Die Abstände für die Kernspaltung, die wichtig sind für die Kernspaltung, die würden nicht mehr stimmen, die Neutronen hätten nicht mehr die richtige Energie, um weiterzuspalten und so weiter. Und das würde dazu führen, dass sozusagen dann auch die Kernspaltungsvorgänge reduziert werden, seltener werden und damit würde sich das Ganze wieder abkühlen und dann wieder sozusagen in einen stabilen Bereich wieder übergehen. Ja. Das heißt, es sind, man sagt auch, selbstregelnde Reaktoren, die sozusagen eine Havarie prinzipiell eben halt unmöglich machen. Ja, was also sozusagen das Feuer erlöscht, wenn man nichts weiter nachlegt. Sozusagen. Genau. Also jetzt gibt es, wenn wir ein bisschen mal reingucken nochmal, also es gibt da nun so ein paar Begriffe, die da rumgeistern. Das ist Modular Small Reactor, also modulare kleine Reaktoren, die ja tendenziell, also ganz kurz zur Orientierung, wir haben normalerweise so 1 Gigawatt Hausnummer für einen Kernreaktor an elektrischer Leistung, um das genau zu nennen. Diese Small-Reaktoren, da reden wir eher über ein Zehntel von dem, also so 100 Megawatt, also ein Zehntel von einem Gigawatt, das ist 100 Megawatt. Das heißt, da ist dieses gesamte System auch kleiner oder energiemäßig gar nicht so kritisch. Genau, da ist die Idee, dass man eben halt kleinere Maschinen produziert, die dann auch weniger Leistung haben. Die brauchen dann auch nicht diese riesigen Kühltürme, sage ich mal so. Und dann, sie brauchen auch nicht die ganzen Verstärkungen, also die mechanischen Verstärkungen, die man halt für einen großen Reaktor braucht. Man kann das Ganze kompakter bauen und eben halt dann auch also modular bauen. Man kann das, was man bei den großen Reaktoren ja übrigens auch gemacht hat, man kann das sozusagen systematisch quasi am Fließband herstellen, also industriell produzieren. Das Ganze wird dann dadurch günstiger dann auch. Ja. Und dann kann man sozusagen diese SMRs auch dezentral dort platzieren, wo der Energiebedarf da ist. Wenn da eine große Chemiefabrik ist, die jetzt wirklich Energiebedarf hat im vielen 100 Megawatt, dann kauft sie sich da 2-3 solche Container. Oder man hat einen Landkreis und man kann da ungefähr, man weiß natürlich, wie groß der Leistungsbedarf da ist und dann kann man da 2-3 von diesen oder auch 5 von diesen SMRs irgendwo hinstellen und dann da sozusagen auch betreiben. Jetzt haben wir noch ein paar andere Größen. Das eine ist neuerdings Thorium. Also wir haben ja normalerweise Uranreaktoren, Uran-235, das man da letztendlich verwendet.
Das hat den Nachteil, dass es relativ aufwendig gewonnen werden muss mit Zentrifugen und Anreicherungsprozess. Und es ist auch nicht das allerhäufigste Element, muss man wirklich sagen. Oder zumindest das häufigste Isotop. Sonst ist das normale Isotop ist eben erstmal nicht wirklich nutzbar. Jetzt, Thorium ist ein relativ häufiges Metall, was man geschickt auch in den Kernreaktor einsetzen kann. Was halten Sie von der Idee? Ja, das wird auch gemacht. Ich meine, viele von den Generation 4 Konzepten, die beruhen eben halt darauf, dass man nicht nur Uran, angereichertes Uran benutzen muss, sondern dass man eben da sozusagen wie beim Leopard 2 Panzer alles reintun kann, was da hilft. Und da kann man eben halt Natururan auch nutzen. Man braucht es nicht mehr unbedingt anreichern. Mhm. Man kann eben halt auch Thorium nutzen. Und Thorium ist eben halt weltweit quasi überall vorhanden. In der Erdkruste findet man sehr häufig dieses Element in bestimmten Verbindungen. Und man kann da also absehen, dass es sozusagen, wenn man das Konzept umsetzen würde, würde das mehrere 10.000 Jahre für die Menschheit, für den Energiebedarf der Menschheit aus heutiger Sicht ausreichen. Ja, also diese Argumentation, es gibt ja so eine lange Liste von Argumenten, was gegen Kernenergie spricht, ist oft, dass es heißt, es gibt ja gar nicht genug Uran, um da mehr wie 5 Jahre, habe ich jetzt vor kurzem gelesen, noch Reaktoren zu betreiben. Ja, das ist ja wie beim Peak Oil auch. Man hat ja immer gesagt, der Peak Oil ist 2000 schon, jetzt sind wir 2024 und es gibt immer noch Erdölreserven. Das Problem ist ja, man spricht da immer nur von den bekannten Reserven und nicht von den Reserven, die man noch gar nicht gefunden hat. Ja. Aber da bei den Thorium ist es so, man hätte sozusagen auch schon man weiß, wo das liegt, genau. In den Mengen. Ja, ja. Und Thorium wäre absolut gar kein Problem. Es wäre ja sogar noch so, dass die neue Generation der Kernreaktoren sogar erstmal unseren alten Atommüll in Anführungszeichen noch verarbeiten könnte. Das heißt, dass ich kann sozusagen das, was ich da bisher in Vorleben oder wo es jetzt liegt, in diesen Was in den Kastoren in den Standorten der Kernkraftwerke, in den bisherigen Standorten sozusagen oberirdischen großen Hallen liegt, in den Kastoren, das könnte man dann alles verarbeiten, zur Energie verarbeiten und dann somit nutzbar machen. Damit wäre der Atommüll beseitigt, zumindest in der großen Menge. Masse, in der Menge. Mhm. Und man hätte eben halt daraus noch Strom produzieren können. Mhm. Und wenn man jetzt das mal hochrechnet von dem hochradioaktiven Müll, den wir in Deutschland zur Verfügung haben, was übrigens gar nicht so arg viel ist, ich war selber überrascht, als ich mir die Zahl mal angeguckt habe, sind nur 1500 Tonnen. Wenn man das sozusagen gedanklich auf einen Berg wirft, dann kommt man da auf einen Umfang von 3 durchschnittlichen Einfamilienhäusern in Deutschland. Ja, also das ist gar nicht so viel. Eine kleine Halde. Kleine Halde ist natürlich, man kann es nicht auf eine Halde tun, um da keine Missverständnisse aufkommen zu lassen. Aber wenn man diese Menge an Material hernehmen würde und würde das in den neuen Generatoren, Reaktoren verarbeiten, dann könnte man da mindestens 25 Jahre, konservativ gerechnet 25 Jahre, manche rechnen das bis zu 50 Jahren hoch, den gesamten Energiebedarf, den elektrischen Energiebedarf in Deutschland decken. Ja, also das heißt, also Thorium bzw. diese Thorium-Reaktor-Technologie kann auch den Atommüll, ich sage mal in Anführungszeichen, verbrennen, also eben unschädlich machen in der Form, dass also vor allem das Plutonium, was man immer weghaben möchte. Genau, das Plutonium könnte man da auch mit verarbeiten. Das sind de facto also Brutreaktoren, das heißt, die erzeugen natürlich auch im Inneren Plutonium, aber das wird dann auch weiter verarbeitet dann. Und das Gute ist eben halt, dass das Reaktoren sind, die eben mit geschmolzenem Material arbeiten. Das heißt, da gibt es vorgeschaltet sozusagen eine Anlage, die das Brennmaterial aufbereitet und sozusagen die Suppe kocht. Ja. Ja. Und da kann man natürlich alle möglichen Zugaben benutzen. Das da kann man Thorium und eben halt auch den vorhandenen Atommüll da einschmelzen und dann weiter spalten sozusagen. Mhm. So, da ist eben einer der Clues, man macht das mit flüssigem Salz, also Molten Salt Reaktor oder flüssig Salz Reaktor. Oder Metallschmelzen. Oder Metallschmelzen, genau, ja. Wobei es Salz hat ja diese, sagen wir, charmante Eigenschaft, dass es nicht brennbar ist. Also es ist ja sozusagen, wenn man diese zwei Reaktorkatastrophen immer anguckt, die eine ist eben an der Feuerentflammung dieser Graphit, also in Tschernobyl ist das Graphit in Flammen geraten, was nicht leicht passiert. Aber diese 40 Gigawatt sollen das gewesen sein in der Reaktionszeit, in der Überhitzung. Und dann hat es natürlich zu dieser extremen Feuer und natürlich auch Verteilung der Isotope geführt.
Die Frage des Mülls ist also damit eigentlich deutlich entschärft. Die Frage des Mülls ist deutlich entschärft. Sie ist, also es gibt einen Punkt, den muss man schon natürlich auch sagen. Es bleibt am Ende, es bleiben schon noch Reststoffe übrig. Die Spaltprodukte. Spaltprodukte bleiben am Ende übrig. Aber das ist vom Umfang her und von der Qualität her eben halt anders als bei den heutigen Reaktoren. Um das zu verdeutlichen, heute, wenn man heute 100% Material hat in den Generation 2 Reaktoren, dann verarbeitet diese Maschine, sage ich mal, 3-4% des Materials nur in Energie und 96-97% ist Müll. Und ja, das ist das, was wir dann in den Kastoren dann sozusagen lagern müssen. Bei den neuen Generationen, bei den neuen Reaktoren der vierten Generation wäre es eben quasi fast andersrum. Da gibt es eben halt am Ende noch 4% Reststoffe und die anderen 96% sind eben halt sozusagen zur Energie verarbeitet worden. Und die Qualität von diesem wenigen Müll, der noch übrig bleibt, ist auch eine andere. Heute, der heutige Atommüll, der hochradioaktive Atommüll, hat eine Einlagerungsdauer von rund 300.000 Jahren. Da braucht man sehr lange geologische Zeiträume, in denen man das Material sichern muss. Dieses Material von den Generation 4 Reaktoren wäre eben halt so, dass es nach 300 Jahren schon auf das Niveau von Natururan abgeklungen wäre. Und 300 Jahre, sage ich mal, das ist eine überschaubare Zeit. Also wenn Julius Caesar schon mit dem Material gearbeitet hätte, da wäre von dem Material aus seiner Zeit nichts mehr übrig. Wir würden jetzt gerade wahrscheinlich sozusagen die Reststoffe entsorgen, die dann Friedrich der Große produziert hätte, nur um das mal ins Verhältnis zu setzen. Wirklich, das ist ein wichtiger Aspekt. Also 300 Jahre sind lang, aber nicht so wahnsinnig lang, dass sie nicht also handhabbar sind. Also unsere Kathedralen stehen deutlich länger. Also das heißt, also wir haben natürlich hier also den einen Effekt, wir können sozusagen den bestehenden Müll auch abbauen. Also ein Endlager würde sich dann eigentlich erübrigen. Und jetzt ist natürlich die Frage, wenn man die Kernenergie betrachtet, weltweit, deutet sich eine Renaissance an der Kernenergie? Also zumindest diese Treffen jetzt in Dubai haben 20 Länder oder noch mehr große Industriestaaten gesagt, sie werden deutlich die Kernenergie ausbauen. Wird es auch, ist es realistisch oder? Ja, das ist sehr realistisch. Also das ist ja schon auch ganz konkret, also Polen hat ein Programm für den Neubau von Kernreaktoren aufgelegt in Dänemark. In Dänemark gab es neulich die Gründung von einer neuen Energieagentur oder von einem neuen Energieforschungszentrum bei Kopenhagen. Die Briten, die Engländer haben eine neue Agentur für Kernenergie aufgebaut, um die Kernforschung und eben halt auch die Entwicklung, konkret den Bau von Kernreaktoren zu machen. Frankreich will mehr Kernreaktoren noch mehr bauen, als sie sowieso schon haben und als sie vorher schon wollten. Also sie haben sozusagen das Bauprogramm nochmal ausgeweitet. Interessanterweise sogar die niederländische Regierung plant, die hat im letzten Jahr, ich meine, um die 60 Millionen Euro freigegeben, um den Bau von SMRs, also von kleinen modularen Reaktoren entlang der deutschen niederländischen Grenze zu finanzieren. Natürlich mit dem Hintergedanken, den Strom natürlich dann nach Deutschland zu verkaufen. Ja, das wird sicher gut klappen. Ja. Und selbst in Italien, was ja schon immer kernenergiekritisch war, selbst in Italien gibt es auch Stimmen, die mittlerweile sagen, wir müssen uns umorientieren, weil ich meine, Italien hängt sehr am Gas, hängt am russischen Gas, hängt ja auch an dem russischen Gas, was durch die Ukraine durchgeleitet wird. Und wenn der Liefervertrag oder die Lizenz für das Durchleiten durch die Pipeline in der Ukraine, wenn die ausläuft Ende dieses Jahres, dann gibt es eine große Gasknappheit auch. Ja. Ach so, ja, das haben wir jetzt nicht so bewusst. Also das heißt, also wir haben natürlich, das ist eines der Argumente, also ich habe da mit den Herrn Färber auch schon ein Gespräch geführt, das ist ein Europaabgeordneter, Chef der Seidel-Stiftung, der hat gesagt, also bei diesem Entschluss in Deutschland, wo es darum ging, dass wir aussteigen unter Merkel 2011, wurde den Abgeordneten, Parlamentariern gesagt, das ist kein Problem, wir haben praktisch unendliche Mengen an Erdgas zur Verfügung, auch zu einem super moderaten Preis, der uns allerdings nie verraten wurde. Und daher könnt ihr alle den Abbau der Kernenergie zustimmen, weil wir haben ja diese wunderbare Erdgasquelle, die zwar nicht so ganz CO2-frei ist, aber das hat man irgendwie nicht so im Vordergrund gesehen.
Man hat aber nicht gesehen, wie gefährlich es geopolitisch ist, dass man sich eben natürlich in Abhängigkeit begibt von anderen Nationen, die uns nicht unbedingt immer freundlich gesonnen sind. Genau, vielleicht noch zu dem russischen Gas muss man auch noch darauf hinweisen, das hat ja schon eine längere Vorgeschichte. Also die begann ja schon 1970, als die Mannesmann-Röhren an die Sowjetunion verkauft worden sind. Ja. Man hat also sozusagen da erstmal verdient und hat die Röhren da verkauft und hat dann später das günstige Gas damit zur Verfügung gehabt. Ja. Ja. Das war natürlich vermeintlich eine geschickte Situation, bis jetzt eben halt 2022 Putin eben halt vielleicht doch zu einem Umdenken geführt hat. Jetzt ist ja in der nochmal zur Kernenergie-Diskussion zurück, ist ja immer wieder auch argumentiert worden, unsere Kernkraftwerke nutzen sehr stark russische Brennstäbe. Und die man ja dann alle 18 Monate, glaube ich, so mehr oder weniger erneuern muss, weil das sind sie eben abgebrannt. Bei der Thorium-Diskussion ist es so, dass so ein Thorium-Reaktor, soweit ich informiert bin, also Copenhagen Atomics und ähnlichen, die laufen eigentlich mit einer Füllung 100 Jahre. Also dieses Reaktionsmaterial, also das Thorium und vielleicht ein paar andere Nukleide, also ein bisschen Uran dabei, hat ja einen viel höheren Abbrandwert. Wir haben ja vorher gesagt, 4% gegen, ja, das würde dann ungefähr hinkommen, 96%. Das heißt, man kann so einen Reaktor auch, lassen wir es mal 50 Jahre sein, betreiben. Das heißt, man ist nicht mehr erpressbar. Ja, man ist nicht mehr erpressbar und dadurch, dass das Thorium ja sozusagen weltweit vorkommt und unser Land zum Glück auch noch viele befreundete Länder hat, wo es auch Thorium gibt, sehe ich, also das Thorium, das Lieferproblem sozusagen ist da absolut, kommt da gar nicht vor. Also es ist nicht vorhanden, weil wie gesagt, das ist natürlich immer ein Punkt, dass man jetzt sagt, ja, jetzt haben wir hier das endlich mit diesem Erdgas da und jetzt machen wir plötzlich Thorium und jetzt sind wir plötzlich abhängig von China oder keine Ahnung. Ja, es ist aber sogar noch andersrum. Also auch wenn wir noch mal kurz zum Gas zurückgehen, wenn Putin die Durchleitung von seinem Gas durch die ukrainische Pipeline dann vielleicht beendet dieses Jahr oder die Ukraine das vielleicht beendet, da war ja die große Hoffnung, dass wir LNG aus Amerika beziehen. Ja. Jetzt hat aber vor wenigen Wochen ja der Präsident Biden, auch die Exportgenehmigungen für LNG massiv reduziert, wenn nicht sogar ganz gestrichen. Ja. Die Genehmigung von neuen Terminals ist einkassiert worden. Das heißt, auch das aus USA groß versprochene LNG wird wohl oder übel auch nicht so einfach zur Verfügung stehen. Ja, ja, also wir sind also sozusagen in Deutschland in einer Zwickmühle. Wir haben also sozusagen beim Erdgas ein Problem. Wir haben uns gegen Kernenergie entschieden. Wird es in Zukunft wieder Kernenergie in Deutschland geben? Jetzt so als gefühlte Antwort. Also aus meiner Sicht ganz klar, ganz klares Ja. Es wird wieder ein Zurück geben. Nicht ein Zurück, es wird ein Voranschreiten zur neuen Kernenergie geben, zur Kernenergie der Generation 4 und 5. Ja. Es werden also am Ende Dual-Fluid-Reaktoren stehen. Auch in Deutschland werden die wieder stehen, weil wir werden das Klima schützen müssen. Wir werden die CO2-freie Energieerzeugung nutzen müssen und wir werden unseren Wohlstand haben wollen, behalten wollen. Wir werden unseren Sozialstaat behalten wollen. Wir werden unser hohes Niveau an Lebensstandard halten wollen. Und das wird nur funktionieren, entweder mit billiger Kohle, was natürlich klimaschädlich wäre, oder eben halt mit der neuen Form der Kernenergie. Eine andere Alternative sehe ich nicht, es sei denn, es gibt einen Durchbruch in der Kernfusion. Das kann man ja nicht ausschließen, aber auch dort sind die Fortschritte sehr langsam, sehr kleinen Schritten geht es voran. Und es ist, ich sage mal so, ich glaube nicht wirklich absehbar, ob das jemals sozusagen so großtechnisch funktionieren wird, wie man das gerne hätte. Ja, man kann sich natürlich auch nicht auf irgendeine Technologie verlassen, die erstmal kommen könnte vielleicht oder wie auch immer. Ja, vielen Dank für diese vielen unheimlich spannenden Auskünfte. Also erstmal über die Windenergie, über die Einschätzung, wie groß Windenergie ist und über die aktuellen Trends in der Kernenergie von Professor Dr. Michael Thorwart. Vielen Dank für Ihre Informationen. Dankeschön. Auch nochmal danke für die Einladung. Ja, und den Zuhörern des Energiegesprächs, wenn es Ihnen gefallen hat, Daumen hoch und vielleicht ein Abo hinterlassen. Dann gibt es weitere Beiträge von wirklich sehr kompetenten Leuten zu diesen Energiethemen. Dankeschön.